Grüße euch. Geht nochmal darum, Morphs in die Länge zu ziehen. Ich habe damals, das ist Archicad 2016, damals habe ich das Tutorial gemacht. Einfach ein Bild, das Bild mit Flächen nachgezeichnet, Morphs reingelegt und dann in den Schnitt hochgeklappt und man bekommt dann sowas. Ich habe jetzt nur oben eine ganze Menge Wandteile, also Steine rausgeschnitten, die ich jetzt eigentlich nicht dabei haben will. Und wenn ich jetzt natürlich jetzt irgendwas wähle und reinklicke, dann habe ich immer nur eins dran. Wenn ich es aber auf Einzelauswahl umschalte, wähle, reinklicke, dann bekommt Archicad was zu tun. Das seht ihr gerade. Ist es ordentlich beschäftigt. Aber irgendwann kann ich es dann einfach rausziehen. Und dem eine gewisse Dicke geben. Man könnte natürlich auch das Ganze im Grundriss gleich mit Decken zeichnen, die Decken in Morphs umwandeln und dann nach oben setzen. Aber es geht ja heute bei diesem Tutorial darum, mit Hilfe der Einzelauswahl Morph-Flächen gemeinsam auszuwählen, um sie gemeinsam länger zu ziehen. Und so weiter. So könnte man so etwas relativ schnell bearbeiten, indem man ein Foto anpassen, ohne dass man einzeln viel herumklicken muss. Gut, das war's schon wieder.